Hallihallo und ein herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Ja, liebe Leute, es tut mir leid, dass es ein bisschen langsam vorangeht. Aber wir sind ja bald fertig durch hier und so. Und ja, vorweg, wenn ich ein bisschen huste, tut's mir leid. Ich bin wieder mal ein bisschen krank. Aber ich werde es versuchen, überwiegend rauszuschneiden. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Also, wir gehen jetzt zu unserem Herrn in dem Büro. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Ach, deswegen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnis. Deswegen war er die ganze Zeit so misstrauisch ihm gegenüber. Okay. Wir. Okay, ich hätte mal schwören können. Okay, passt schon. Wir müssen jetzt, ja, wie wir es da vermutet haben, hier unten hin. Und unser Bestes geben. Ah, da kommen wir doch bestimmt mit. Nee, doch nicht. Wie kommen wir denn da am besten rüber? Also anscheinend müssen wir da rein. Also, oder? Nee, das geht auch so. Nee, haben wir nicht. Oh, oh, oh. Pizza. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ach, wegen denen da ist das so. Also da rein muss ich. Ich will einfach da reinklettern. Ja, das probiere ich jetzt. Alles oder nix. Nee? Ah.
Hier oben haben wir ja auch noch dann jemanden der Wache steht. Ja, mal kurz auf die Zeit. 6 Minuten. Gott, ich will da reinkommen. Aber ich habe doch eigentlich alles gemacht, dass wir da reinkommen können. Boah, ich habe die Hinweise nicht mehr im Kopf, ey. Das muss man mal reinziehen. Ich habe das Spiel irgendwie voll pausieren lassen. Ne? Und ich habe gerade nicht die große Ahnung. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gib. Ich würde jetzt einfach hier hin. Bitte, Herr. Habt ihr Geld? Ja, lass mich hin. Lass mich. Ja, bitte, nur ein paar Goldstücke. Da ist es. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Dankeschön. Gut. Okay. Okay, viel Spaß. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht, denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart. Und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Ich bin ein bisschen weg. So, jetzt ja aber. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Welche Fahrt sind da diese? Na mal, alle aus der Kalbe. Du gehörst mir. Jenny, Jenny, Jenny. Rot! Alle Rüssel! Jenny, gösün kapalı bile yeter. Kaybetmeyin onu! Erbärmlich. Gott ist auf meiner Seite.
Ja. Vielleicht kannst du lernen, aber deine Niederlage ist besiegelt. Boah, was wechselt der denn automatisch die Waffe? Oh, geht doch. Ich will das eure Augen sehen, bevor jetzt. Ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Oh. Ja, dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Da war Robert. Aber doch schon ziemlich gerissen. Na, können wir nach hinten springen? Ja. Ja. So. Na, fein. Komm hierher zurück! Du. Komm raus, stell dich! Oh, geh doch schon hoch. Ah, wo bin ich denn? Ach, da unten. Oh Gott. Geht doch. Ja, ich denke mal, wir treffen uns dann wieder bei einem Assassin-Bro. Also. Ich war sicher, dass er hier ist. Bis dann, ne?